Viele Unternehmen sind gefangen in einem Teufelskreis aus Überlastung, Terminverzögerungen und Aktionismus. Zusätzlich hat sich eine Unternehmenskultur der Angst und des Misstrauens etabliert. Wie kommt man aus diesem Teufelskreis wieder raus? Die Antwort gibt's gleich hier im Video. Nur was ist das Ziel des Ganzen? Wie kommt man aus diesem Teufelskreis wieder raus? Und wo will man eigentlich hin? Und für mich war dann relativ schnell klar, eine einzelne Sache kann ich an dem Teufelskreis nicht verändern. Ich kann nicht hingehen und nur versuchen, schnellere Projekte zu machen. Das wird mir durch die ganzen anderen Effekte schneller wieder aufgefressen, als ich gucken kann. Das Einzige, was hilft, ist eine komplette Umstellung von Rot nach Grün. Ich will nicht entweder oder, ich will erfolgreiche Mitarbeiter haben, ich will Highspeed-Projekte. Ich will ein First Mover sein im Markt, ich will Marktführer werden, dadurch Wachstum erzeugen, eine klare Positionierung haben und ich möchte ein Gefühl und eine Stimmung des Vertrauens haben, wo man nicht mehr Angst voreinander hat, sondern wo man miteinander arbeitet. Großes Ziel. Und da sind wir den Schritt gegangen, dass wir wirklich erstmal einen Stop eingelegt haben. Der Stop nennt sich Freeze. Freeze ist ein Begriff aus der sogenannten Theory of Constraints und bedeutet, ich nehme mein Portfolio oder überhaupt die Aufgaben, die ich gerade habe, das geht auch im Kleinen, und stoppe davon von einem Tag auf den anderen einen bestimmten Anteil. Die Literatur sagt, mindestens 20-25% stoppen. Das hört sich schon nach richtig viel an. Ich sage, 80% stoppen, 20% beibehalten. Und wir haben es wirklich so gemacht, wir hatten ein Dutzend von laufenden Projekten, auch größere Projekte, und haben mit dem Top-Management gemeinsam festgelegt, dass wir das auf zwei Projekte eindampfen. Das eine ist nämlich Sustaining, Serienmanagement, einfach den Markt beruhigen. Da passiert bald was Schönes, Großes, Neues. Aber in der Zeit muss es einfach auch im Markt weitergehen. Und dann aber einen Großteil der kompletten Entwicklungsressourcen auf das neue Projekt. Stecken Sie noch mittendrin im Teufelskreis oder konnten Sie ihn bereits verlassen? Hinterlassen Sie Ihre Erfahrungen in den Kommentarfeldern und lesen Sie auch die Kommentare der anderen Zuschauer. Wie haben die es geschafft, aus dem Teufelskreis wieder rauszukommen? Und damit Sie auch zukünftig keine Folge verpassen, abonnieren Sie den Kanal gleich jetzt. Jeden Montag ein neues Video rund ums Thema Highspeed in der Medizintechnik, wie wir gemeinsam es schaffen können, die Entwicklungsgeschwindigkeit in der Medizintechnik um Faktoren zu beschleunigen und damit das Leiden für Millionen von Patienten in aller Welt auf ein Minimum zu reduzieren. Ich freue mich auf ein Wiedersehen mit Ihnen am nächsten Montag. Bis dahin, alles Gute, Ihr Frank Lange. Tschüss.